So, hallo meine Lieben, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Mad Men 2016. Ja, und ich habe euch ja versprochen, dass ich mitnehme. Allerdings hat der Bar mit mir, das ist mein allererster Vlog. Ich habe noch absolut keine Ahnung. Yo, Sonne! Ich habe noch absolut keine Ahnung, wie man überhaupt vloggt. Und ist auch ein bisschen peinlich, wenn die Leute einen so die ganze Zeit angucken und sich denken, was macht die Alte da auf der Straße mit der Kamera? Aber ich nehme euch, soweit es geht, mit. Ich laufe jetzt gerade zu meinem Bus. Dann fahre ich zum Bahnhof und von da mit dem ICE dann Richtung Mannheim. Ja, ich melde mich dann nochmal demnächst. So, hallo meine Lieben. Ich bin jetzt gerade am Mannheim Hauptbahnhof. Und ich hoffe, das sieht man. So, keine Ahnung, ob man das sieht. Ich sehe überhaupt gar nichts in der Kamera. Ich versuche mir jetzt den Weg freizuschlagen bis zu der Konferenz. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe hier auf dem Handy, da sieht man jetzt eh wahrscheinlich nicht, habe ich mir eine Route rausgesucht. Aber mein Internet klappt irgendwie gerade überhaupt gar nicht. Ich werde gleich mal ein paar nette Leute nach dem Weg fragen, weil ich dafür keine Ahnung habe, wo ich hin soll. Ansonsten werde ich euch mal auf dem Laufenden halten, solange meine Kamera nicht wieder ausgeht, so wie vorhin. Ja, so sieht es ja aus. Da gehe ich hin. Da bin ich hergekommen. Ja, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe nur noch eine halbe Stunde. Ich muss mich richtig beeilen. Deswegen melde ich mich gleich. Ciao. So, meine Lieben, ich bin immer noch auf dem Weg. Ich habe gerade nach dem Weg gefragt. Und ich bin hier an so einer Universität oder so. Sieht auf jeden Fall richtig schnieke aus. Ich weiß nicht, ob man das sieht, weil das einfach so hell ist. Aber ich soll jetzt wohl die ganze Zeit geradeaus, 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 geradeaus. Und ich bin wohl schon auf dem richtigen Weg. Das heißt, lang kann es ja nicht mehr dauern. Aber ich hoffe, ich komme auch pünktlich. Eigentlich habe ich noch 20 Minuten. Das heißt, sollte eigentlich klappen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und bis dann. Also eins ist klar, ich habe mir definitiv das falsche Schuhwerk ausgesucht. Ja, da muss ich jetzt lang. Sieht ja eigentlich richtig schön aus, muss ich so sagen. Joa, ich bin schon total aus der Puste, weil ich die ganze Zeit am Rennen fast bin. Und ja, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass alle Leute mich angucken. Einfach nette Lächeln und winken. So, ja, sobald ich das Hotel gefunden habe, ich glaube, was soll es euch bringen, wenn ich mich alle 5 Sekunden lang melde, wenn ich den Weg noch nicht genau weiß. Ja, ich glaube, ich werde dann das nächste Mal zu euch schalten, wenn ich am Hotel bin. So, da steht Speicher 7 Hotel. Das ist richtig. Ich bin gerade eben dran vorbeigelaufen. Und jetzt habe ich es gefunden. Da ist es. Juhu. Hier konnte ich bloß dran vorbeilaufen. Ich bin vorbeigelaufen, da habe ich noch Leute gefragt. Und die haben dann gesagt, ja, sie stehen doch hier vor. Beziehungsweise ich bin dran vorbeigelaufen. Das heißt, da muss ich hin. Ist direkt hier am Rhein. Also, dann frage ich mich nur, wo ich hin muss. Da rein? Bestimmt da hinten. Ah, bin ich froh, dass ich es gefunden habe. Okay, jetzt muss ich mich aber echt beeilen. Ja, da ist der Eingang. So, meine Lieben, ich bin jetzt hier angekommen in dem Zimmer, wo ich auch gleich meine Präsentation halten werde. Ich wollte euch ein bisschen hier mal zeigen in dem Hotel, beziehungsweise in dem Raum jetzt, wo ich gerade bin und wo ich gleich meine Präsentation halten werde und generell, was hier für ein mega cooler Ausblick einfach ist. Ja, ich habe jetzt den ersten Block leider verpasst, weil wir noch ein paar organisatorische Sachen machen mussten wegen der Präsentation, die ich gleich noch halten werde, dass die auch abgespielt werden kann. Und da gab es so ein paar kleine Sachen, die noch aufgebessert werden mussten. Und deswegen habe ich jetzt den ersten Block nicht mitgemacht. Aber gleich gibt es eine Pause, dann lerne ich schon mal die anderen Leute noch mal kennen. Und ja, dann nehme ich euch auch hoffentlich noch mit. Ansonsten zeige ich euch jetzt einfach mal hier rum, was es hier so ist. Am Anfang fangen wir mal an hier so. Das ist hier so ein, das ist halt wie so ein Hotelzimmer, ne? Hier ist so ein Bett, da liegen ein paar Sachen rum. Dann wird hier die Präsentation gehalten. Ja, da sieht man schon Doc-Check, Hintergrund. Und hier sind einfach nur so ein paar Sitzplätze. Dann sieht man hier noch einen Tisch. Da ist eine Toilette. Und ja, genau, so sieht das aus. Das ist hier alles in einem recht coolen. Ich zeige euch nochmal die Toilette. Entschuldigung. Ist auch mega cool. Da bin ich und ich habe ein Namensschild bekommen. Natürlich. Ja, eine Dusche, die wir jetzt nicht gebrauchen können. Und das Klo finde ich jetzt nicht. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt nochmal den Ausblick. Das ist hier nämlich direkt am Rhein, wie ich euch schon gesagt habe.
und es ist ultra, ultra mega cool. Es ist einfach nur so schönes Wetter und man hat einfach einen ultra schönen Ausblick hier. Muss man schon dazu sagen, ne? Oder? Was denkt ihr? Schreibt's in die Kommentare. Auf jeden Fall. Ja, hier wird das Ganze stattfinden. Und wie gesagt, da werde ich jetzt gleich meine Präsentation halten. Ich versuche das mitzufilmen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Außerdem, die Präsentation wird auch eine halbe Stunde lang dauern. Deswegen bezweifle ich, dass ihr da Bock drauf habt, jetzt ehrlich, mir noch mal eine halbe Stunde zuzuhören. Meine Videos gehen eh schon manchmal so richtig lang, dass ihr mir schon sagt, ich soll auf den Punkt kommen. Ja, deswegen, das war's jetzt hier mit dem Raum. Und hier wird gleich meine Präsentation gehalten. Ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten. Also, bis gleich. So, Leute, ich komme einfach mal gar nicht klar. Gerade ich bin hier auf Klo. Und ey, das ist einfach nur so unfassbar glamourös hier. Ich bin auf dem Klo und ich filme hier, weil es einfach so cool aussieht. Also, ich zeige euch einfach mal so, wie das hier aussieht. Ich habe gerade eben meine Präsentation gehalten. Die war eigentlich recht cool. Und es waren ultra viele Leute da, also bei der Präsentation da war, da waren schon recht viele Leute da, weil bei der Präsentation davor habe ich jetzt nicht so viele gesehen, da sind auch voll viele nachgekommen. Auf jeden Fall zeige ich euch das mal hier so und ich erzähle euch gleich noch auf jeden Fall was über die Präsentation. So, zieht euch das einfach mal rein, ich weiß nicht, ob die Kamera fokussiert, aber zieht euch einfach mal dieses ultra coole Klo ein. Ultra. Ist einfach überall so Gewächse und so. Und hier natürlich mein Lieblingsteil. Ja, hier hat man noch so ein komisches. Ich weiß nicht, ob die Kamera das aufnimmt. Aber hier hat man natürlich noch einen Spiegel. Ultra. Muss ich schon sagen. Also, kann man schon mal machen. Nee, auf jeden Fall halte ich euch natürlich noch auf dem Laufenden. Ich muss gleich auch wieder zurück nach Hause fahren. Und wir hatten ja auch eine Mittagspause mit Essen und da stehen teilweise noch ein paar Sachen. Da konnte ich aber leider nicht filmen, weil ich darf halt die anderen Leute nicht mitfilmen. Ich darf nur mit Einverständnis der Leute dann die auch mitfilmen. Deswegen, wenn ich gleich die Möglichkeit habe, euch noch das Foyer zu zeigen, zeige ich es euch. Und ansonsten, bis gleich. So, hallo meine Lieben, ich bin jetzt gerade raus. Ich bin gerade hier an dieser wunderschönen Promenade. Cool, ne? Das sieht richtig, richtig cool aus. Und ja, es ist gerade vorbei und ich fahre jetzt nach Hause. Beziehungsweise ich gehe jetzt zu meinem Zug, also wieder zum Mannheim Hauptbahnhof, wo ich dann Richtung nach Hause mit dem ICE erstmal fahre und dann nochmal mit Bus und Bahn zu mir nach Hause. Aber ich muss sagen, diese Promenade, schaut euch das mal an. Mega cool. Und ich habe euch auch ein bisschen von dem Hotel gezeigt. Ich dachte mir jetzt mal, ich habe jetzt noch einen längeren Weg, bis ich am Hauptbahnhof bin. Übrigens ist mir vorhin aufgefallen, warum habe ich nicht ein Taxi genommen? Sagt mir das mal. Warum bin ich denn zu Fuß gelaufen? Ich hätte auch einfach ein Taxi nehmen können für die paar... Also ich meine, es war jetzt schon ein bisschen weiter. Aber es war jetzt nicht so, dass man pleite gegangen wäre, wenn man das mit einem Taxi gefahren ist. Wobei, ich bin jetzt nicht großartig zu spät gekommen, also ich bin halt angekommen und dann wurde erstmal meine Präsentation einmal aufgespielt, dort in dem Raum, wo ich den Vortrag halten sollte. Und ja, dann sind noch ein paar Sachen halt aufgefallen, dass man bestimmte Bilder irgendwie nicht sehen konnte auf dem MacBook da, weil ich das mit meinem Laptop irgendwie gemacht habe. Und die Präsentation musste dann noch ein bisschen neu geladen werden und neu formiert werden für den MacBook. Das MacBook, keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, waren wir eigentlich den kompletten ersten Block damit beschäftigt, meine Präsentation fertig zu machen. Und ich habe sie dann noch einmal kurz innerlich geübt. Ja, und jetzt regnet es. Hauptsache heute tagsüber war es so heiß und es war echt unfassbar warm. Und ich habe voll geschwitzt, als ich hier hingefahren bin. Und jetzt zurück gehe ich hier. Wunderbar, es regnet. Toll. Und ich habe keinen Regenschirm und natürlich auch keine Kapuze mit. Naja. Ja, dann habe ich im Prinzip den kompletten ersten Block verpasst. Dann gab es eine Mittagspause mit Essen. Gab es richtig tolles Essen. Nur, wie gesagt, ich konnte da im Foyer halt nicht so gut filmen, weil da so viele Leute waren. Und ich durfte halt die anderen Leute nicht mit auf die Kamera nehmen, weil das aus rechtlichen Gründen einfach nicht geht. Und ich gesagt habe, okay, dann nehme ich nur mich auf.
Und deswegen konnte ich euch das leider nicht zeigen. Aber es war ultra lecker. Ich habe zwar nicht so viel gegessen, weil ich einfach aufgeregt war, weil direkt nach der Pause mein Blog dran war mit meinem Thema und mit meinem Vortrag. Aber auf jeden Fall wollte ich euch eigentlich meinen Vortrag mitfilmen. Habe auch extra gefragt, habe auch extra die Kamera hingestellt. Und ja, was passiert mir? Natürlich, ich bin so verpeilt, dass ich einfach vergesse, diesen blöden Knopf hier zu drücken und die Aufnahme zu machen. Warte, nehme ich... Seht ihr, ich bin schon so verpeilt. Ich habe sogar jetzt gerade gedacht, dass ich wieder nicht auf diesen Knopf gedrückt habe zum Aufnehmen. Und genau dasselbe ist mir da auch passiert. Und da habe ich den kompletten Vortrag einfach nicht aufgenommen. Und auf DocCheck kann man den auf jeden Fall später einsehen. Das wird bei denen hochgeladen. Und auch ein Interview, was die mit mir gemacht haben. Das heißt, ich werde euch das unten in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr das auf jeden Fall, sobald es online steht. Ich denke nicht, dass die es jetzt sofort online stehen. Ich denke mal, mein Vlog kommt ja jetzt am Freitag, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass die es so schnell schaffen, das auch hochzuladen. Aber sobald der online steht, werde ich den entweder auf meiner Facebook-Seite einmal posten oder halt hier unten in die Videobeschreibung. Also schön aufpassen. Ja, was habe ich denn noch vergessen zu erzählen? Ja, das war es eigentlich auch schon. Und danach gab es einfach nur nochmal eine kleine Runde, wo man mit den anderen Teilnehmern reden konnte. Und ich selber war nur bei 3 oder 2 Vorträgen da. Die waren auch ultra cool, waren auch in meinem Blog, also auch zum Thema YouTube und zum Thema Videos. Deswegen, ja, ich glaube, das war's auch schon. Ich laber hier mal wieder viel zu lange. Ich wette, ihr beschwert euch dann wieder, dass ich nicht auf den Punkt komme. Deswegen würde ich mal sagen, ich melde mich vielleicht aus dem Zug wieder, aber im ICE kann man nicht so gut filmen, deswegen bis später. So, hallo, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt gerade unter so ein Dach gestellt, weil es einfach übelst regnet. Und ja, ich hätte ein Taxi nehmen können, aber ich mag Abenteuer. Ich wollte euch einfach nochmal hier ein bisschen die Gegend zeigen, weil es einfach ultra schön hier ist, bevor ich nach Hause fahre. Und der Rückweg kommt mir viel schneller vor. Liegt vielleicht auch daran, ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil es hier gerade so laut ist. Der Rückweg war so viel kürzer. Und ich bin viel zu früh losgegangen auch eigentlich, weil ich den Weg jetzt einfach kenne und dahin war ja voll das Theater bei mir. Ich zeige euch mal ein bisschen hier rum, was es hier so gibt. Also das war diese Uni, wo ich vorhin war, wo ich gesagt habe, dass ich die voll hübsch finde. Und hier gibt es nämlich noch so ein total schönes, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, es liegt noch voll schön. Ich glaube, ich bin gleich richtig nass, aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Auf jeden Fall ist das voll schön hier, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht viel von Mannheim gesehen, aber es gefällt mir. Und ich melde mich ja später nochmal wieder, weil jetzt möchte ich auch nicht, dass die Kamera so nass wird. Aber ich zeige euch trotzdem noch ein bisschen was von der Uni, weil da gleich kommt der Haupteingang oder ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall sieht das voll schön aus und das zeige ich euch gleich nochmal. Bis gleich. So, ich hoffe, das sieht man jetzt. Das sieht einfach ultra schön aus, finde ich. Jetzt durch diesen Zaun sieht man das jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Aber es regnet und schlimm. Ich bin komplett nass. Naja, also eins kann ich euch sagen. Wenn ihr jemals auf irgendeinen Kongress fahrt, zieht euch nicht solche Schuhe an wie ich. Und nehmt euch einen Regenschirm mit. Ultra schön. Muss ich schon sagen. Finde ich schön. Und die Kamera werde ich jetzt nicht weiter nass machen. Deswegen, bis dann. So, das ist noch einmal der Bahnhof. Und ohne Witz, Leute, ich bin so klitschnass. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Meine ganzen Haare, das ganze Oberteil, alles, die Hose. Sieht man das? Ich bin einfach klitschklatschnass. Ich hätte nie gedacht, dass das Wetter sich so krass ändern kann. Jetzt muss ich schon hier von meiner Lippe die Tropfen weglecken. Ey, ich hätte echt nicht gedacht, dass sich das Wetter so krass ändert und jetzt bin ich eh schon da. Das heißt, ja gut, manchmal muss man einfach auf andere Leute hören, wenn sie sagen, nimm dir doch ein Taxi. Naja, habe ich jetzt nicht gemacht und Pech für mich. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt am Hauptbahnhof und ich habe noch ein paar Minuten, stelle mich jetzt ins Warme und beachtet bitte nicht meine Haare. Wie gesagt, ich wollte euch nur noch mal den Hauptbahnhof zeigen. Ciao!
So, ich bin gerade mit Zug angekommen und ich suche jetzt mein Zugabteil. So sieht's ja aus. Mega cool. Auf jeden Fall, ich bin noch nie ICE gefahren, das ist das erste Mal. Ich stehe jetzt gerade hier so im Gang, weil ich bin jetzt im Abteil 23, ich muss 21. Boah, meine Haare, guck mal. Das, ne? Das hängt dir voll lustig. Aber hier ist auch sehr warm, deswegen. Ja, ich gehe da mal weiter. Ich glaube, die Leute fragen schon, was ich hier mache. So, hallo meine Lieben. Ich habe jetzt, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Das ist jetzt der nächste Morgen. Ich bin ungeschminkt. Auf jeden Fall bin ich gerade am das Video am Zusammenschneiden und ich habe einfach überlegt, ich habe ja mich überhaupt gar nicht verabschiedet und was ich überhaupt nur sagen wollte, erstmal ein riesen Dankeschön nochmal an DocCheck, dass sie mir überhaupt das gestern ermöglicht haben, nach Mannheim zu fahren und diese Erfahrung zu sammeln. Und ich muss einfach sagen, das Team, das habe ich gestern kennengelernt, habe ich dann auch auf der Rückfahrt dann noch im Zug getroffen. Und ich muss einfach sagen, mega korrekte, klasse, tolle Leute. Und deswegen, wenn ihr jetzt das Video gerade schaut, danke an euch auf jeden Fall nochmal, obwohl ich mich jetzt, glaube ich, schon 100-mal bedankt habe. Nochmal mega cool. Es war auf jeden Fall eine richtig tolle Erfahrung und ich danke euch, dass ich dabei sein konnte, dass ich meinen Beitrag dazu leisten konnte. Und ja, jetzt schneide ich mal das Video zusammen und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wenn ihr Lust habt auf mehr Vlogs, ich weiß zwar nicht genau, was ich da noch machen könnte, vielleicht mal irgendwie so ein Uni Follow Me Around, dass ich euch mal meine Uni zeige, dann zeigt mir das mit dem Daumen nach oben, kommentiert das in die Kommentare und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!